Bevor man aber nicht auf, bis auf drei zählen kann. Ja, also ganz herzlichen Dank, liebe Frau Seemann, lieber Herr Kantor-Lindemann, dass Sie uns so schön hier eingestimmt haben auf dieses heutige Fest. Herzlichen Dank dafür. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Anwesende, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem Richtfest des ersten Nachbarschafts- und Familienzentrums in Rüsselsheim am Main hier in der Böllensee-Siedlung. Wenn heute der Richtkranz über dem Gebäude aufgezogen wird, wird eine Herzensangelegenheit von mir und ich denke auch von einigen der hier Anwesenden in der Böllensee-Siedlung Wirklichkeit. Doch davon später mehr. Erlauben Sie mir, dass ich zunächst einige Gäste persönlich begrüße. Ich freue mich, dass Herr Oberbürgermeister Bausch auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gebobau heute bei uns ist und ich begrüße auch die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates, die heute gekommen sind. Ein herzliches Willkommen gilt dem ersten Bürger unserer Stadt, Herrn Stadtverordnetenvorsteher Grode und den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich besonders, Herrn Pfarrer Jung und die Mitglieder des Kirchenvorstandes der Martinsgemeinde begrüßen zu können. Sie sind Partner beim Quartiersmanagement und bei diesem Bau. Und ich freue mich auch, dass sich Frau Dekanin Schlegel und Herr Pfarrer Siegenthaler angekündigt hatten. Das gilt natürlich auch für die Leitung der Kindertagesstätte der Martinsgemeinde, Frau Schmidt, denn die Kinder der Kita werden hier künftig einziehen. Sowie stellvertretend grüße ich auch Frau Hollinghaus für das Projekt Gemeinsam im Quartier. Für Auszeit ganz herzlich willkommen Frau Kelm und Frau Zepp. Auch Sie sind unsere Projektpartner, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ein besonderer Gruß geht natürlich an die Architekten für dieses Bauwerk, die Herren Zimmermann, Hundhausen und Ribke und die anderen Mitarbeiter des Büros, die auch zeitweise hier beteiligt waren, alle vom Büro Raum Z Architekten. Und ich grüße auch die Männer am Bau, die sich jetzt versteckt haben, aber nachher kommen sie bestimmt raus. Gut, wunderbar. Männer und Frauen, ich hoffe, da sind auch Frauen dabei am Bau, bei denen wir uns mit diesem Richtfest für die bisherige Arbeit dann bedanken wollen. Ich freue mich auch sehr, dass Nachbarn gekommen sind und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis für die Beeinträchtigungen, die ein Neubau bis zur Fertigstellung nun einmal so mit sich bringt. Seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Gäste, ich sprach eingangs von einer Herzensangelegenheit, die heute in ihrer ersten baulichen Etappe in Erfüllung geht. Blicken wir 7 Jahre zurück, das Jahr 2012. Damals unterzeichneten wir einen Vertrag zur Einrichtung des Quartiersmanagements gemeinsam im Quartier in der Böllensee-Siedlung. Damals lag die bauliche Manifestation eines Nachbarschafts- und Familienzentrums als Idee der Gemeinschaft und der Nachbarschaft noch in weiter Ferne. 2012 haben die Gebobau, die Stadt Rüsselsheim am Main und der Bauverein Darmstadt und die Nassauische Heimstätte und weitere Partner ein Quartiersmanagement in der und für die Böllensee-Siedlung ins Leben gerufen. In dieser ersten Startphase begleitete die Neue Wohnraumhilfe aus Darmstadt dieses Projekt und das ist nachher zu einer wirklichen Blüte geworden. Unter Federführung und Trägerschaft der Evangelischen Martinsgemeinde hat sich dann mit finanzieller Förderung durch das Land Hessen im Jahr 2013 das Nachbarschafts- und Familienzentrum vor allem als ideelles und virtuelles Zentrum gebildet. Es gab dazu noch kein festes Domizil, aber die Idee wurde belebt und gelebt, zum Beispiel durch die Nutzung von verschiedenen Räumlichkeiten für Angebote und Veranstaltungen durch die beteiligten Akteure hier im Quartier. Das Quartiersmanagement und der Prozess der Bürgerbeteiligung vor Ort entwickelte sich und damit kristallisierte sich dann auch immer stärker der Wunsch nach festen Räumlichkeiten heraus. Alle im Stadtteil aktiven Initiativen und Angebote sollten zentral sichtbar und erreichbar sein und auch eine feste Anlaufstelle haben. Und, liebe Gäste, das ist auch richtig und gut so. Denn wo früher vor allem Vereine wie die Siedlergemeinschaft und die Institutionen, Kirchengemeinde, Schule und Kindertagesstätte Raum und Räume für Gemeinschaft boten, braucht es heute in einem sich ständig verändernden und wandelnden Quartier ein neues,
ein festes, ein für alle erkennbares und wiedererkennbares Zuhause. Dazu haben wir dann im Jahr 2015 eine Machbarkeitsstudie erarbeiten lassen durch die Nassauische Heimstätte, so rum, die Chancen und Möglichkeiten für eine bauliche Lösung eines Quartierszentrums untersuchen und beleuchten sollte. Diese Machbarkeitsstudie enthielt seinerzeit drei Varianten. Zwei davon bezogen auch den Böllenseeplatz direkt mit ein. Wir als Partner gemeinsam mit der Stadt Rüsselsheim haben dann aber mit der jetzigen Gestaltung gemeinsam eine für den Platz und die künftige Funktion und Nutzung des Gesamtgebäudes, wie ich finde, beste Lösung gefunden. Dies wurde möglich, weil der Kirchengemeindeverband als Grundstückseigentümer und wir, die Gebobau, als direkt anliegender Grundstücksbesitzer dafür Flächen am Böllenseeplatz, aber nicht auf dem Böllenseeplatz, der hier sehr platzprägend ist, zur Verfügung gestellt haben. Dafür danke ich ausdrücklich dem evangelischen Dekanat für die ideelle Unterstützung, der Martinsgemeinde und dem Kirchengemeindeverband für die tatsächliche Umsetzung. Ich weiß, dass Sie als Gemeinde sich mit mindestens einem weinenden Auge von den vorigen Räumlichkeiten getrennt haben. Ich hoffe aber, dass Sie dann mit vielen leuchtenden Augen das neue Nachbarschafts- und Familienzentrum begrüßen und auch nutzen werden. Wie dieses Nachbarschafts- und Familienzentrum einmal vom Umfang und der Kubatur, wie die Bauherren und Architekten gerne sagen, aussieht, das sehen wir heute schon, wenn wir einmal den Blick hier rüber werfen. Und das Ganze wurde möglich, was das Grundstück anbelangt, durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Mai 2017 und dem Unterzeichnen einer Absichtserklärung, dem Letter of Intent, dann im September 2017. Durch den Magistrat, die evangelische Martinsgemeinde, Böllensee und die Gebobau. Dort ist festgehalten, dass auf dem Grundstück Böllenseeplatz 14, so also die postalische Adresse, in direkter Nachbarschaft zur Matthäuskirche und auf einem Teilgrundstück der Gebobau das neue Nachbarschafts- und Familienzentrum mit Fördermitteln des Landes Hessen gebaut wird. Und was bis Mitte Mai 2019 diesen Jahres vor allem erst einmal auf Papier geschrieben stand, begann dann mit dem Neubau. Sie sehen, 7 Jahre Entwicklung, bis wir da sind, wo wir heute sind. Manche Dinge brauchen, damit sie gut werden, eine längere Zeit. Sehr geehrte Damen und Herren, und was Sie jetzt hier im Rohbau fertig sehen, das ist zum einen hier der dreigeschossige Neubau entlang des Böllenseeplatzes. Hier wird künftig die 5-zügige Kita mit Außengelände sowie die 9 seniorengerechten Wohnungen im Dachgeschoss dann beherbergen. Im dahinterliegenden, hier 2-geschossigen Gebäude wird das Nachbarschafts- und Familienzentrum in Trägerschaft der Evangelischen Kirche sowie integrierte Räume für den Kinder- und Jugendtreff in Trägerschaft von Auszeit e.V. seinen Sitz haben. Auch in diesem Bereich wird die Kleiderkammer für Kleinkinder bis 3 Jahre, das Kinderherzchen, zu finden sein. Ja, liebe Gäste, und wir stehen hier auf einem Platz, den es vorher so ausgeprägt nicht gab. Und das ist ein architektonischer Clou, den uns die Architekten durch die Planung einer Überschneidung dieser beiden Baukörper hier beschert haben. So bekommen die Nutzer nämlich später einen großzügigen Eingangsbereich mit Treppenhaus und Aufzug und die Matthäuskirche erhält einen echten Kirchplatz. Denn die Kirche soll in ihrer Bedeutung und Wahrnehmung für das Areal nicht reduziert werden. Wir haben das auch berücksichtigt bei der farblichen Gestaltung unserer neuen Wohngebäude vor einigen Jahren hier. Wir sind da auf das Kirchengebäude bewusst eingegangen. Und auch hier beim Nachbarschafts- und Familienzentrum wurde auf eine dominierende bauliche Gestaltung im Respekt auf dieses Kirchengebäude verzichtet. Wir nutzen den Kirchplatz heute sozusagen erstmals, um die Richtfestzeremonie mit dem traditionellen Richtspruch und dem Aufziehen des Richtkranzes gut verfolgen zu können. Der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat einmal geschrieben: Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Und genau das haben wir mit diesem Neubau, der jetzt in seinen Grundzügen fertig ist, getan.
Meine sehr geehrten Gäste, das Mögliche ist bereits Wirklichkeit geworden. Der Stadtteil Böllensee wird das erste Nachbarschafts- und Familienzentrum in Rüsselsheim am Main bekommen. Es ist aber nicht ein Treffpunkt wie andere, denn hier werden Seniorinnen und Senioren in seniorengerechten Wohnungen wohnen. Hier werden Kinder spielen und lernen. Hier werden Jung und Alt sich im Alltag besser kennenlernen und voneinander lernen können. Respekt, Toleranz und Verständnis füreinander stehen an diesem Ort, wie schon in der benachbarten Matthäuskirche, im Vordergrund. Für diese grundlegenden Werte und inhaltlichen Schwerpunkte der Gemeinschaft haben die Architekten ein helles und lichtes Zuhause geschaffen. Die künftige Ausstattung vor Ort mit den verschiedenen Räumen, mit den Büros und Mehrzweckräumen, mit den Küchen und Wohnungen werden für Begegnungen und Belebung und vor allem auch für das so sehr gewünschte Zentrum im Quartier Böllensee sorgen. Natürlich ist aber bei einem Richtfest noch Fantasie gefragt. Immerhin sehen wir zwar schon das gesamte Bauvolumen, aber wie der Eindruck der farblichen Gebäudegestaltung und die spätere Gestaltung der Außenanlagen und der Spielräume für die Kinder wirken wird, das muss ich derzeit noch ein wenig Ihrer Vorstellungskraft überlassen. Trotzdem können Sie sicherlich schon wie ich im Geiste das Kinderlachen hören, das diesem Ort seine besondere Atmosphäre verleihen wird. Zum Ende nächsten Jahres, 2020, werden wir dann, wenn alles so zügig und reibungslos verläuft wie jetzt, fertig sein und die Nutzer werden dann ihre Räume beziehen können. Die Projektpartner haben eine lange gemeinsame Phase der Projektvorbereitung und Durchführung miteinander verbracht. Für die vielen Stunden gemeinsam diskutierte, erarbeitete und erfolgreich abgestimmte Realisierung des Projektes möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei der Martinsgemeinde und dem Dekanat der Stadt Rüsselsheim am Main und dem Fördermittelgeber Land Hessen, bei Auszeit e.V. und der Leitung der Kita bedanken. Ich denke, wir können heute schon erleben, dass sich dieser intensive Einsatz im Interesse der Menschen vor Ort gelohnt hat. Und in meinen Dank einschließen möchte ich ausdrücklich unseren Projektleiter Herrn Hensel, der leider krankheitsbedingt heute nicht da ist, aber auf dem eine große Verantwortung als Projektleiter lastet. Meine sehr geehrten Gäste, wie Sie sich für ein echtes Richtfest gehört, laden wir Sie nach der Zeremonie des Richtspruchs zu einem zünftigen Imbiss ein. Frau Seemann und Herr Kantor Lindemann werden uns gleich dazu noch ein Stück aufspielen. Ich freue mich, dass Sie beide heute Zeit für uns hatten. Dankeschön. Zuvor möchte ich mich aber auf das Herzlichste bei den Männern und Frauen am Bau im Hintergrund bedanken. Sie haben in kurzer Zeit Wind und Wetter und in diesem Jahr vor allen Dingen Sonne und Hitze getrotzt und glücklich und unfallfrei dieses Bauwerk für die GEWOBAU Rüsselsheim erstellt. Ich wünsche allen Beteiligten auf der Baustelle weiterhin ein sicheres und unfallfreies Bauen und Ausbauen. Glück auf für unsere Bauleute. Ich übergebe nun das Wort an den Aufsichtsratsvorsitzenden. Danach hören wir noch. Funktioniert gut. Guten Tag, mein Name ist Thomas Adam. Ich bin Maurermeister und Polier bei der Firma Isselborn, die dieses Gebäude hier erstellt hat. Und ich habe die Ehre, den Richtspruch zu halten. Wie eine Krone auf dem Haupt wird der Richtkranz aufgebaut. Dank Fleiß und Mühe, Beton und Stein, stehe ich hier mit dem Glas Wein. Was Menschenhände hier bewegen, braucht auch immer Gottes Segen. Wir bitten deshalb für das Haus, schütze alle, die gehen ein und aus. Das Haus soll schenken Glück und Mut, die Mauern schützen sie vor jeder Flut und jedem Sturm und jeder Widrigkeit, heute und auch morgen, bis in alle Zeit. Aus diesem Grunde zerschmettere ich in dieser Stunde für Glück in aller Zeit das Glas am Grunde.